Alhamdulillah, ich habe 2 Kinder. Meine Tochter ist 10, mein Sohn ist 7. Heute war zum Beispiel eine Situation, und ich möchte die mit euch teilen. Mein Sohn ist Fortnite-Fanatiker. Fortnite, PlayStation. Das ist so ein Spiel. Der war so vertieft in seinem Spiel, dass seine Mutter ihm gesagt hat, steh auf und zieh dir Socken an. Und er sagte, ja, ja, ich hab die jetzt. Und dann hat er seine alten Socken angezogen. Und meine Frau, seine Mutter, sagte, das sind alte Socken. Wieso ziehst du die alten an? Nimm neue. Und dann sagte er, ja, ja, ich habe neue. Und dann sagte meine Frau zu ihm, Wallah, sind das neue? Er sagte, Wallah, das sind neue. Und er hat gelogen. Mit 7 Jahren. Und dann habe ich ihn gepackt und habe gesagt, komm mal her. Warum lügst du? Ich weiß nicht. Guck mal, 7 Jahre, das ist ein Kind. Was hat er mit der Dunya zu tun? Aber du siehst, ein einfaches Spiel. Dunya ist eine Fitna, selbst für kleine Kinder. Er wollte unbedingt weiterspielen. Und hat angefangen zu lügen, hat angefangen bei Allah zu schwören und zu lügen. Und dann habe ich ihn gepackt und angeschrien, habe gesagt, das geht so nicht, schämst du dich nicht, liebst du Allah nicht. Und dann hat er, man kennt ja seine Kinder, seine Lippen wurden zittrig. Er war so am Wackeln und war so am Gucken. Ich habe ihn dann so angeguckt und der Vater, Herz war so am Beben. Ich habe ihn so angeguckt und meine Frau meinte zu mir, sei nicht schwach, zieh durch. Da habe ich ihn angeguckt, habe ich gesagt, Baba, liebst du Allah? Er sagte, ja, Baba, ich liebe Allah. Ab jetzt habe ich gesagt, fürchte Allah, denn Allah sieht dich und hört dich. Und dann ist er zu mir gekommen und hat mich umarmt. Und ich sage euch das, als Vater, mein Herz war am Beben. Das war so, ich hatte selber mit ihm weinen können. Warum erzähle ich euch das? Warum hätte ich mit ihm weinen können? Weil mich das erinnert hat an Allah subhanahu wa ta'ala. Wie oft lügen wir Allah an? Wie oft geben wir Allah Versprechen? Wie viele Schritte entfernen wir uns von Allah? Ein Schritt, 2 Schritte, 3 Schritte. Wallah, ich mach das. Wallah, morgen, wallah, morgen, wallah, morgen. Und wir sind verlaufen. Wir haben uns verlaufen. Und dann kommt eine Ayah, ein Vortrag, ein Dars, ein Imam, ein Kalam. فَزَادَهُمُ إِمَانًا. Und der Imam wird größer und dann fängst du an zu weinen und zu bereuen. Und du sagst, ja Allah, vergib mir. Ich wollte das gar nicht. So wie mein Sohn, ich wollte gar nicht, Baba. Ich weiß nicht, warum. Und genauso ist Allah. Allah lehnt dich nicht ab. Mach 1000 Schritte zurück. Ein Schritt zu Allah. Nur ein einziger Schritt. Und du sagst, ja Allah, ich wollte das gar nicht. Ja Allah, ja Rabbi, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nur ein Kalam. Nur ein Schritt, nur ein Wort und Allah löscht alles. Genauso wie ich mit meinem Sohn. Alles vergessen. Weil die Liebe, Allah liebt uns. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah freut sich. Subhanallah. Allah freut sich, wenn sein Diener zurückkommt. Allah bedankt sich bei seinem Diener. Allah lächelt seine Diener an. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah seine Diener anlächelt, für ihn ist Jannah.